So, spannt die Bettlaken, entledigt euch eurer Hosen, es geht weiter mit dem Love Boat. Und mit Love Boat meine ich Love House. Denn wir sind hier in einem Haus und Josu muss kochen. Josu, traurig sein hilft nicht. Du musst kochen. Ein Apfelkuchen. Apfelkuchen. Einen fetten Apfelkuchen zum Frühstück. Und da ist noch ein Drink da hinten. So, wir haben Harris und Rian erfolgreich zusammengebracht. Rian hat sich auch schon das Doppelbett gekrallt. Muss Harris hinterher? 20 Stunden bis zur Arbeit. Oh, da kann man ein bisschen schlafen, ne? So, den hinterher schlafen. Sehr traurig. Ach so, scheidende Liebe? Was? Ja, nur weil er jemand anderen mit... Ah! Das Liebesystem ist auch super. Ja, ich flirte hier mit 5 verschiedenen Leuten. Oh, ein anderer flirtet mit jemandem, mit dem ich auch geflirtet habe. Oh, ich bin sehr traurig. Ah, behaupten, kriminelles Superhirn zu sein. Finde ich okay. MK Shishitaub. Vurumta. Thorsten fand das entweder sehr toll oder hat sich sehr darüber aufgeregt. Oh. 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 Es wird Zeit, die Betten anzuzünden. Vielleicht nicht heute. Aber wenn sie aufwachen, gibt's einen Apfelkuchen. Yeah! Und der Kühlschrank ist kaputt. Thorsten! Er ist ein bisschen angespannt. Kriminelle Präsenz? Kann dieser Sim wirklich ein kriminelles Superhirn sein? Was sollen sie machen? So, währenddessen schläft Benny auf der Couch, weil er so müde ist. Okay. Denn ist mal kurz die Wand verschwunden. Macht ja nichts. Ist ja. Ja, okay, macht nichts. Ist der Apfelkuchen jetzt noch in dem Ofen drin? Und Josu ist abgehauen. Wie verantwortungslos ist das denn? Thorsten ist so schnell inzwischen mit Reparaturen. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt noch ein paar Teile plündern? Come on. Thorsten. Und Dan hat es inzwischen nicht mehr ausgehalten und räumt auch auf. Gerade Dan, von dem ich keine Ahnung habe, wie reinlich der ist. Wer heult denn da jetzt schon wieder vor sich hin? Achso, immer noch Mr. Nagi, weil sein Geburtstag vergessen wurde. Ja, dann spiel doch ein Lied. Du Heulsuse. Was kann Dan mal machen? 2 Spiele modifizieren. Nun modifiziere doch einfach mal ein Spiel. Programmieren. Spiel modifizieren. Sportspaß modden. Dann kann Harris da die Meisterschaft drin gewinnen. Thorsten, das bringt nichts, wenn du hier zuerst aufwischst, während die... Ach shit, das ist wirklich alles kaputt. Wieso ist hier alles kaputt? Ich glaube, ich muss hier mal alles verbessern. Immerhin kann Mr. Nagi die Tonleiter. Naja, vielleicht ein bisschen.
Hör mal auf zu spielen. Das ist ja schrecklich. Ja, dann muss halt Mr. Nagi was kochen. Oh, er kann sogar ein bisschen was kochen. Dann mach doch mal was Einfaches. Du kannst ja hier Größe 2. Also Fähigkeiten Größe 2. Wenn es um Kochen geht. Also müsste ja das eine eigentlich super fix funktionieren. Und ich habe irgendwie Bock hier mal die Badeutensilien durch bessere Sachen zu ersetzen, weil mir die einfach zu häufig kaputt gehen. Mal schauen. Was ist denn das für eine Toilette? Keine Ahnung. Gut. Kann ich das irgendwie hier anzeigen lassen? Nein. Gut. Dann halt nicht. Objekte nach Funktion. Scheißen. Ist das John? Ist die Toilette John? Ich weiß nicht, ob das John ist. Antiquierte Antiktoilette. Zuverlässigkeit 8. Das ist mir ein bisschen zu teuer. Ich weiß noch nicht, ob das die Duschkabine Kristallbehälter ist. Nee, ist sie nicht, oder? Doch, ist sie. Die hat 8? Die hat Zuverlässigkeit 8? So häufig wie die geschrottet ist? Ist ja Wahnsinn. So, das ist, glaube ich, die Toilette. Und da wahrscheinlich auch. Es sei denn, ja. Da kann ich zweimal den John kaufen. Das bringt nur nichts. Okay. Neue Waschbecken vielleicht? Weil das ist der Patrizier, der geht sowieso die ganze Zeit kaputt. Bürowaschbecken, das sieht eigentlich ganz cool aus. Aber hier, Zuverlässigkeit 8. Ja, Wahnsinn. Okay, wird gekauft. Ich bin so erwachsen, ich kaufe mir ein Waschbecken von meinem verdienten Geld. Tra-na-na-na. Yeah. So. Haha, kriege jetzt nochmal ein paar Spiegel vielleicht. Spiegel sind ja eigentlich eine Oberfläche, aber ich glaube, es zählt zu Deko. Das ist wahrscheinlich der billigste Spiegel, den wir haben. Na, der zweitbilligste. Aber ändert halt auch nichts. Moment. Die Quelle. Jetzt auch in Weiß. Vielleicht. Schöne Farben hier. Hansaplastrosa, jawohl. Perfekt, würde ich sagen. Bam. Bam. Gleich mal in beiden Badezimmern integrieren. Zack. So, wunderbar. Ein bisschen aufgewertet. Inspiriert. Wunderbar, der Herr ist nicht mehr traurig. Thorsten, warum gehst du duschen? Okay. Ah, Benny ist von seiner Couch aufgestanden, um woanders zu schlafen. Okay. So, und jetzt, Thorsten, bitte, verbessere diese Toilette. Überragende Spülung. Ich weiß nicht, was das macht. Selbstreinigung! Die auch nochmal verbessern. Selbstreinigende Wandbeschichtung. Hervorragend. Wie viele Teile hast du denn? Du hast doch, hier ist ein Inventar. 1000. Na, fast. Annähernd 1000. Ich glaube, Mr. Nagi muss auf Klo.
kann es denn die Wahrheit sein? Todbringende Hinweise auf Gefahr. Sammlung von Kurzgeschichten. Ich erinnere mich, die habe ich, glaube ich, geschrieben. Er muss Bücher veröffentlichen, oder? Ja. Dann, selbst veröffentlichen. Warte mal, Zeit. Schau mal hier. Zwei veröffentlicht. Das bringt doch Geld. Mr. Nagi? Achso, muss er jetzt aufhören zu essen. Er hat inspiriert vor sich hingegessen. Inspiriert vor sich hingegessen. Wenn die Nase juckt, ja, ja. Wasser. Ist bald mal fertig hier. Hat er seine Spiele fertig gemordet? Nee, das dauert anscheinend. Das dauert anscheinend länger als Nachmittag. Voll unrealistisch. Ich beschleunige das mal. So lange war er auf Klo. Na, Inspiriert pieseln. Gut. Erste Verbesserung fertig. Selbstsicher, der Mann im Haus. Wo willst du hin? Wo? Achso. Das zweite darfst du auch verkaufen, du Sau. So. Rein damit. Zack. Jawohl. Zwei Bücher selbst veröffentlicht. Wenn er inspiriert schreibt, schreibt er dann schneller? Wahrscheinlich, ja. Genrebuch schreiben. Eine Pöterei. So. Schnell, schnell, schnell. Ja, beeil dich. Hopp, hopp, hopp. Bevor du schlafen gehen musst. Ja, was ist wach? Und er muss duschen. Sag mal nur. Immer noch traurig. Wie kann man denn traurig aufwachen? Das verstehe ich überhaupt nicht. Jaul, eine gereimte Beschwerde. Was? Okay, ja, von mir aus. Nein, er ist nicht mehr. Doch, er ist energiegeladen, okay. Währenddessen könnt ihr hier vielleicht mal ein bisschen rumflirten. Komm schon. Flirten. Liebesgedicht rezitieren. Wo war's denn? Jetzt ist es weg. Da haben wir's doch. Aha. Ach, die sind ja sowieso schon auf Turteltaubenjagd. Haha. Der eine schreibt. Der andere programmiert, währenddessen wird geflirtet. Yes! So soll das sein. Wie ein Champion Pieselang, danke. Überragende Spülung. Kann man hier noch was verbessern? Nein. Oh, er ist verspielt. Verspielt die Toilette reinigen. Oh. Und danach sofort ohne Hände waschen. Naja, vielleicht auch mit Hände waschen. Hier putzt sich auch niemand die Zähne, glaube ich. Ha.
Interessant. Kommt ihr eigentlich zurecht, wenn ihr die ganze Zeit vor euch hinflirtet? Nein, Kuss hauchen, das kann man auch im Sitzen. Sehr gut. Was möchte Thorsten? Jemanden einen verrückten Plan vorschlagen in den Lager. Was möchte Harris? Etwas erfolgreich hacken. Nein, Harris ist schon mit dem Essen fertig. Nein. Jetzt muss Rian alleine essen. Sehr gut, hier ist auch wieder was fertig. Kann er eigentlich den Computer verbessern? Schreiben kann man die Bestellung? Nein. Kann man den Kühlschrank verbessern? Weil der geht mir auch immer zu schnell. Ne, den kann er nicht verbessern. Okay. Den kann er auch nicht verbessern. Da ist anscheinend schon einiges passiert. So, hier mal eine Selbstreinigung. Wie ein Champion pieseln. Nein, er hat keine Teile mehr. Oh. Das ist ja selten. Hier kann man noch was verbessern. Robuste Armaturen. Das geht hier dann auch nochmal, weil da braucht man nur ganz normale Tuning-Teile. Ah, Mr. Nagi hat noch ein Buch geschrieben. Zeit, das Buch selbst zu veröffentlichen. Das ging ja relativ fix. So, hör auf zu flirten. Du musst hier richtige Arbeit leisten. Ach, du bist mit Morden fertig, ne? Sag das doch, du Schwein. Sims Forever Modden. Und Yuzu ist wieder da! Für echtes... Oh, shit. Yuzu, geh mal besser schlafen. Schnell, 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 schnell. Ja. Sehr gut. Er hat's geschafft. Du gehst auch mal pennen. Überbeste Kapäne, Kapäne. Die besten Kapäne kavalieren. So. Ein Heiratsantrag machen? Nein. Achso, ihr könnt jetzt eigentlich, ja, ihr könnt jetzt eigentlich machen, was ihr wollt. Ihr seid ja schon ganz dicke, kann man sagen. Ganz, ganz dicke. Ein paar Bücher schreiben könntest du noch. So, ich schreibe. Genrebuch schreiben. Ein Sachbuch. Was gibt's denn diesmal? Und hat er noch was im Inventar? Nein. Ja? Buch schreiben? Ja? Frag mich nach dem Titel. Oder auch nicht. Dann halt nicht. Gut. Ah, Helden von SimCity, freimütige Porträts. Ich weiß nicht, ob Freimütigkeit etwas ist, was man bei Porträts machen sollte. Das widerspricht auch ein bisschen dem Ähnlichkeitsfaktor. Aber naja, das muss man jetzt nicht so eng sehen. Ist ja nur Journalismus. Wer denkt da an Videospiele? Hm. Mir fällt ein, ich muss bald mal den Nils einbauen. Vielleicht habe ich da heute noch Zeit zu. Zeit und Lust. Mal schauen.
Verbesserung fertig. Jawohl, Thorsten hat alles verbessert. Gut. Pieselt sich ein zurecht. Was machst du eigentlich? Sportspaß mit Mann. Achso, ja. Moment, nein, du sollst doch gar nicht zocken. Zock da einfach Dance Spiele. Statt hier selber irgendwas zu machen. Weiter Plugin programmieren, so. Hat er gerade die Toilette verbessert und jetzt ist sie schon wieder kaputt. Thorsten, dein gewaltiger Strahl hat das Keramik zerschossen. Du kommst heute auch nicht mehr aus den Bädern raus, habe ich das Gefühl. Nichts mit Essen, reparieren. Und warum liegt dann Apfelkuchen auf dem Boden? Josu. Hey, immerhin sind 7 Apfelkuchen übrig. Verdorbene. Naja. Sieht er denn einigermaßen lecker aus, auch wenn er verdorben ist. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Sieht aus wie eine Pizza. Teile plündern wäre jetzt geil gewesen, aber man kann ja nicht alles haben. So. Jetzt aber mal was essen. Wie sieht es bei dir mit Modden aus? Ja, bald. Bald. Das programmiert auf dem Kühlerechner. Mal gucken, was eigentlich auf dem Bildschirm passiert. Ist das ein Chatprogramm? Nein, das ist eine, tatsächlich eine Entwicklungsumgebung. Ich glaube zwar nicht, dass man hier die grafische Wenn-Dann-Oberfläche braucht, um Plugins zu programmieren, aber warum nicht? Und hier schreibt sich was von selbst. Ja, manche Bücher schreiben sich quasi selbst von selbst. Und dann macht gar nichts. Achso, er unterhält sich. Dafür blockiert er den PC-Platz. Das verstehe ich ja jetzt überhaupt nicht. Wie asozial man sein kann. Na, noch ein Buch geschrieben. Na gut. Gleich raus damit. Wo ist eigentlich Mr. Nagi? Er schläft, okay. Harris hat erfolgreich sein Plugin gemacht. Kann er noch mehr Plugins machen? Plugins für die Welt. Und er erhielt $39 für seine Mühen, weil er die Welt sicherer gemacht hat. Wie ein echter Held. Dafür gibt's einen Schmatzer. Ein Schmatzer. Ich habe dir gerade einen Auftrag gegeben, Rian. Und du ignorierst ihn. Wange streicheln. Zuneigung ausdrücken finde ich auch gut. Ich drücke dir, Harris, meine Zuneigung aus. Oh. Romantik schlechthin. Harris kann jetzt freiberuflich arbeiten. Yes. Zu Hause bleiben. Ah, Moment, vielleicht kann er dann hier irgendwie einen neuen Job oder so.
Ah ne, das soll er ja gar nicht. Wie sieht's denn bei Dan mit seiner Programmierfähigkeit aus? Okay, noch nicht. Job suchen. Dafür musst du nicht in die Küche gehen, Dan. Das kannst du auch auf dem Flur machen. Ja. Aha. Irgendwie habe ich das Gefühl, man kann nicht die Jobs haben, die man sich selber, die man selber schon hat. Okay, merkwürdig. Whatevs. Oh, da wurde herumgeschmatzt. Na gut. Schreiben. Noch ein Buch. Für Kinder. Okay, er muss in 4 Stunden zur Arbeit. Lassen wir das. Sonst verpasse ich das. Ah, du bist mit deinem anderen Plugin auch schon fertig? Okay. Dann mach doch am besten noch eins. Worüber unterhalten die sich jetzt schon wieder, dass das hier lockere Unterhaltung ist, so verspielt? Na gut. Was kann man denn als verspielt spitzbübisch bedrängen? Kokettenwitz. Kokettenwitz. Also super. Dan wird befördert. Ich kann's riechen. Wolltest du nicht schlafen gehen? Statt irgendwas anderes zu machen? Schlafen, so. Ich brauche jetzt langsam doch mehr Doppelbetten. In der verlorenen Folge habe ich es ja geschafft, mal das Haus ein bisschen zu erweitern. Und es wird Zeit, das zu replizieren, fürchte ich. Na gut, beschleunigen wir das hier mal. Die beiden machen jetzt eh nichts mehr Sinnvolles. Außer Haare ist noch sein Plugin programmiert. Stimmt. Aber ich glaube, das wird vor der Arbeit nichts mehr. Und die Makaroni und die Käse sind verdorben. Verdammt. Frühstücken. Nee, schnelle Mahlzeit ist besser. Hör mal auf, dein Plugin zu machen. Dächteln, mächteln mit jemandem. 50 Simoleon gibt es. Okay, du hast einfach aufgehört, das zu machen, was ich dir gesagt habe. Gut. Denk nur an Rian. Rian kennenlernen. Weil in der Nähe einer freundschaftlichen Beziehung. Ja, so kann das in der Liebe sein. Man kennt sich eigentlich nicht, aber es ist halt die Wollust aufeinander. Weil in der Nähe einer freundschaftlichen Beziehung. Finde ich gut. Oh, die Sims sind noch so jung. Oh, 19 Tage, bis er alt ist. Oh. Oh. Ah. Tja. Mit der Karriere ist es bisher noch nicht so gelaufen, ne? Ja, tja, naja. Bist du immer noch traurig? Scheidende Liebe am Arsch. Nicht ins Bett gehen, Cerealien essen.
Hör auf, dahin zu gehen. So, Benny! Benny! Nein! Nicht ins Bett! Nein! Aha. Gribbix, Habery, Shosha, Legenzo, Sinouche. Rumschmusen, okay. Die beiden nun wieder. Afflin, Wadeda, Appledola. Ja, Brieste, Yibsi. Ist widerlich. Nicht die beiden, aber allgemein dieses. Tja, ja. Na gut. Benny, was stehst du da so? So schwer ist das nicht, Cerealien zu essen. So schwer ist das nicht. Das schaffst du auch. Komm schon. So, und Harris muss vielleicht zur Arbeit. Ah. Ria muss zur Arbeit. Los geht's. Oh, Graza Drogda. Sprich ihm mal zu hier. Über Tag, Frank. Wo meinst du hin? Zur Arbeit. Okay. Alle gehen sie zur Arbeit. Mann. Partner mit Lob überhäufen? Partner? Okay. Hatten die was? War da was im Laufen? Eigentlich nicht. Das ist wohl mal wieder ein Bug. Sims denkt jetzt... Harris und Benny sind halt zusammen. So, halt den mal auf, dann kannst du zur Arbeit. Hopp, hopp, hopp. Aufheitern. Ephedra Yambara. Monquar. Brashto. Yibs. Lumbi Shabrim. Elfris Dorva. Plimba Mayheep. Ubede. Hibri Omfra. Muss auch zur Arbeit, hm? Na, dann mal los. So, 4 Stunden an der Hantelbank trainieren. Training! Go! Vielleicht erstmal pieseln und dann Training, go! Jetzt fang doch mal an zu pieseln. Warum? Hoch, runter, hoch, runter. Ja, runter, hoch, ja. Vielleicht wieder, ja, ja. Da hat sich der Urin zeitweise in die Blase wieder zurückgezogen. Bei Männern kann das auf der Toilette mal passieren. Da ist er gerade raus. Dann will er auch schon wieder rein. Hau rein, Benny. Oh, Mann. Dieselbe alte Leier. In letzter Zeit klingen alle Geschichten von Mr. irgendwie gleich. Es heißt, Abwechslung sei die Würze des Lebens. Also vielleicht sollte er ein wenig davon einstreuen. Soll er versuchen, ein neues Genre vorzudringen oder einfach weiterhin dasselbe schreiben? Ja, etwas Neues ausprobieren, natürlich. Jetzt stellt sich raus, dass es der Leserschaft egal ist, was Mister über etwas anderes als ein Spezialgebiet denkt. Es gibt keine wirkungsvollere Gegenreaktion als die der Fans. Na, schade. Okay, 6 Stunden bis zur Arbeit. Koketten wird's machen. D-
Dann wollen wir es hier doch auch mal wieder ein bisschen. Knuddeln auf dem Laufband, das will ich sehen. K.O. schlagen. Verspielt K.O. schlagen. Meine Sims haben ihre Beziehung über Gewalt. Ah, das finden wir alle ganz super. Aufreizen, posieren ist immer gut. Immer gut. Yes, ersten Kuss. Moment, habt ihr nicht schon einen? Vielleicht kann man den auch zweimal erleben. So, da gehen wir schon was. Flirten. So, die beiden sind zusammen. Komm, die sind doch jetzt mehr als happy. Verführerisch sein. Oh, das will ich sehen. Das ist ja. Mensch. Dinge geschehen. Wie sieht das aus, verführerisch zu sein? Benny, zeig es uns. Da schießen die Flammen aus den Tiki-Masken. Ist halt nicht so. Sehr kokett, oh mein Gott. Jetzt geht's ab. Gleich mehrfach leidenschaftlich küssen. So, das Ganze ein paar Mal hintereinander, dann ist das auch wesentlich effektiver. Zack! Bist du auch sehr kokett, Thorsten? Ja. Oh, schaut ihn euch an, Rapeface hoch 3. Ja, so kocht er das. Gepräst er so, danke. Du machst es aber nicht für alle, Josu. Das geht so nicht. Mach mal ein geiles Omelett. So. Währenddessen. So, Tag verschönern. Währenddessen wird mal der Dan auf Kokett getrimmt. Oh, wow, 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 wow. Nice. Gut, Tag wird verschönert. Ab zur Romanze. Hör auf zu labern. Ab zur Romanze. Ab. Ab. Weg. Dan. Also. Zack. Romanze. Im Stehen Fernsehen gucken ist auch immer das Beste. Jetzt werd romantisch. Werd kokett, Dan. Los. Go. Na, also geht doch.
Aufreizend posieren. Yes. Immer das Beste. Noch aufreizender posieren. Am aufreizendsten posieren. Achso, du solltest mal aufhören, Fernsehen zu gucken, ja. Danach noch mehr aufreizend posieren. Aufreizend posieren funktioniert auch im Sitzen. Oh, die Arbeit meldet sich. Shit. Oh, seit 2 Stunden. Oh. Hau rein. Oh, Moment, zwischen den beiden läuft's gerade. Sehr gut. Typ muss pennen, Alter. Typ muss duschen, Alter. Hier, Moment, Dampf in die Dusche. Warum beschämt? Ach so, wegen der Sache mit dem Schreiben. Naja. Was ist hier eigentlich wäh? Achso, wahrscheinlich er selber. Naja. Gut, passiert. Ich glaube, Thorsten sieht man auch nur in seinem Bademantel. Moment. Was habe ich da gerade gesehen? Ding. Hausklamotten sind immer noch so gut. Schlafen gehen. Zack. Na? Oh. Ich glaube, das zweite Pärchen schafft es ins Doppelbett. Ich brauche mehr Doppelbetten. Wie ich es vorausgesagt habe. Hol die Kerzen raus! Sorge für Romantik, Mr. Nagi und dein Kalaschnikow haben das erste Techtelmechtel. Da müsste gleich der Fuß hier irgendwo rauskommen, wie beim letzten Mal. Noosh, yeah. Hat. Oh Gott. Ich glaube, Harris und Rian passen nicht ins gleiche Bett. Das ist natürlich ein bisschen doof. Shit! Mal das hier eben umräumen. Okay, das kann so nicht weitergehen. Moment. Da ist eine Tür verschwunden. Hervorragend. Sekunde. Rückgängig. Nee. Die Tür kommt mal so da rein. Dahin.
Das sieht doch schon nach was aus. So, jetzt muss noch die Tür wieder zurück. Na, so. Die Tür war dazwischen gebunkert. Zack. So. Alles wieder wie es soll. Haha. Und Rian kann schlafen gehen. Beide. Das bringt nicht so. Wer macht da Liegestützen einfach auf dem Gehweg? Ist ja unhygienisch. Außerdem gibt es dafür die guten Hantelbänke. Gut, zwei Pärchen abgeschlossen. Nach diesem Techtelmechtel ist dem Dan ein wenig unwohl. Aber manche Leute, bei manchen Leuten ist das einfach so. Flammende Herzen, erstes Techtelmechtel. Glücklich plus zwei. Wow. Gut, dann wollen wir hinten auch nochmal irgendwie schauen, dass wir ein gutes Bett gekauft bekommen. Erstmal weg damit. Komfort. Bett. Das war Energie 6, das Ding hat Energie 5, ja wunderbar. Doppelbett geruhsame Nacht. Okay, erstmal den dahin. Dann mal schauen, wie ich das hier irgendwie. Weg, das wollte ich gar nicht. Ah! Nein! Die Kommode ist weg. So. Vielleicht können wir einfach, statt den dahin zu erweitern, einfach den hier verkürzen. Ja, doch, ich glaube, das ist sinnvoller. Anderes rum vielleicht? So, nein, ja, doch, okay. Gut. Genug Platz für drei Pärchen. Theoretisch können wir hier einen Raum einreißen. Warum nicht? Weg damit, weg damit. Weg mit der Wand. Zack. So. Flauschiger Plüschteppich. Der kommt jetzt dahin. Super. Das Zimmer ist ein bisschen leer, aber hey. So soll das sein. Wir machen hier, wir reißen Barrieren ein. Außerdem hören wir mal für heute auf. Wir haben ja schließlich schon viel geschafft. Vielen Dank fürs Zuschauen.